etwas für die Umwelt tun. Aber wie? Irene und Philipp Keller probieren als Familie, möglichst wenig Abfall zu produzieren. Im Durchschnitt 5,35 Liter Abfallsäcke pro Jahr. Tim und Schnierl baut Campingvans und autarke Tinyhäuser. Seine platzsparenden Lösungen ermöglichen energieeffizientes Wohnen auf kleinstem Raum. Veränderung beginnt oft mit kleinen Schritten. Der Agrarökonom Toni Rinaudo fand eine Möglichkeit, mit einfachen Mitteln die Wüste in Wald zu verwandeln. Leben für morgen, im Fenster, zum Sonntag.